Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Wir wollen noch immer Personen vor den Gefahren des elektrischen Stromes schützen. Das haben wir schon zwar kennengelernt und heute kommt eine dazu, die man hin und wieder sieht, sage ich mal. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber ich denke, wir werden das schaffen. Schauen wir uns nochmal an, warum das überhaupt gefährlich war. Ja, also wir haben gesagt, ja, okay, da ist Trafostation, wird das runtertransformiert, da gibt es einen Erdungspunkt und deswegen ist es möglich, dass hier über Erde ein Stromfluss entsteht, deswegen ist es gefährlich für mich. Ja, deswegen kann ein Körper oder ein Gegenstand, der eine Phase berührt, durchströmt werden. Ein Vogel auf dem berühmten Drahtseil auf der Freilandleitung, dem passiert nichts. Der berührt nur diese Leitung, aber hat keine Verbindung zur Erde. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Es ist egal. Müssen wir schauen, fliegen können wir nicht. Aber wir können schauen, ob wir nicht so etwas Ähnliches hinbekommen, dass uns das einfach nichts macht. Dass wir den Stromkreis nicht schließen können, nur wenn wir da reingreifen. Das können wir tatsächlich, nämlich indem wir haben sowas schon mal gesehen bei der Schutzkleinspannung. Schauen wir uns das hier auch nochmal an. Die Schutzkleinspannung, da hatten wir diesen Transformator, diesen kleinen Transformator, der uns die Spannung wieder runter transformiert hat auf eine extra Low Voltage. Aber hier basiert die Energieübertragung nur über ein magnetisches Feld. Elektrisch leitende Verbindung haben wir keine. Wir sind, man nennt das, galvanisch getrennt. Jetzt machen wir genau das, eine galvanische Trennung, über einen sogenannten Trenntransformator. Also ich verwende da wieder diese Phase hier. Dann mache ich da einen Transformator. Der Transformator ist halt dieses Mal, schützen wir den wieder, dieses Mal so ausgelegt, dass da praktisch das Gleiche rauskommt. Machen wir eine Sicherung rein, dass da praktisch das Gleiche rauskommt, wie ich reinschicke. 230 Volt. Okay? Das soll da rauskommen. Was bringt das jetzt? Nun, stellen wir uns vor, wir greifen da jetzt drauf, auf diesen. Wir haben keinerlei leitende Verbindung zwischen hier und hier. Da gibt's nichts. Das hängt in der Luft da hinten. Das hat keinen Bezug zu unserem Bezugspotenzial Erde. Deswegen macht das nichts. Wir können hier drauf greifen, wir können hier, ich meine, wenn wir sie da dazwischen reinhängen, ist es noch immer gefährlich für uns. Aber im Prinzip können wir hier drauf greifen oder hier drauf greifen, dann ziehen wir halt diesen einen Punkt hier auf Erdpotenzial, dann weicht halt der andere entsprechend aus. Das ist ja nicht festgelegt da hinten, wo 0 Volt ist, wo Erdpotenzial ist. Potenzial zwischen den zwei Punkten ist vielleicht festgelegt. Das ändert sich, weil es eine Wechselspannung ist, aber das ist alles. Okay? Und schon kann ich da hinten drauf greifen, ohne dass mir etwas passiert. Cool, oder? Warum wird das nicht viel häufiger angewandt? Nun, es ist so, dass man nur ein Gerät betreiben darf da hinten und da hinten darf es keine Erdverbindung geben. Okay, wenn ich da natürlich eine Seite, irgendeine, auf Erde lege, habe ich wieder das gleiche Problem. Und das ist halt relativ schwierig, dass ich sicherstellen kann, vor allem in ausgedehnten Anlagen, dass da nichts auf Erde kommt. Das merke ich ja gar nicht. Ich merke es ja nicht. Deswegen sagt man, okay, da hängt nur ein Gerät an, üblicherweise. Auch dieser Sicherheitstrafos,
die müssen, diese Trend-Trafos, die müssen spezielle Anforderungen erfüllen. Ja, müssen spezielle Anforderungen erfüllen. Spezieller Aufbau. Also es ist nicht so, dass man einfach einen Trafo aus Mutterscooter Halogenleuchte ausbauen kann, sondern passt schon, ist ein Trend-Trafo. Nein, die haben spezielle Isolierungen und so weiter drin, dass es praktisch ausgeschlossen ist, dass da irgendein Körperschluss drinnen stattfindet. Also spezieller Aufbau da drinnen. Und wie gesagt, nur ein Gerät hinten anzuhängen, üblicherweise sind mehrere Geräte, der von mehrere Geräte will man da dran betreiben, dann muss auch zwischen den Geräten eine Potentialausgleichsleitung verlegt werden. Ja? Dass nicht zwischen die Geräte dann plötzlich irgendeine Spannungsdifferenz herrscht, die mir erst wieder auf die Tacken liegt, wenn ich das so ausdrücken darf. Also es ist, es macht es noch hinten komplizierter. Mit einem Gerät kein Thema. Angewandt, schauen wir mal, ein Symbol können wir noch. Symbol. So aus, ein Kreisel, nur ein Kreisel und dazwischen ein Strich. Ja. Wir haben eine galvanische Trennung. Die Sekundärseite, die rübere Seite, ja. Sekundärseite. Darf nicht geerdet werden. So ein großes Weg macht, so ein kleines sein. Darf nicht geerdet werden, die Sekundärseite. Ja, weil sonst habe ich wieder einen Stromkreis, den ich schließen kann. Ja. Und mehrere Geräte. Nur mit Potentialausgleichsleitung. Die muss aber erdfrei sein. Also wenn ich die Geräte verbinde mit einer Potentialausgleichsleitung, darf diese Potentialausgleichsleitung auch nicht mit Erde verbunden sein, weil dann habe ich wieder Erdung. Ja? Also ich muss komplett weg von der Erde sein, komplett isoliert von der Erde. Und das ist das, warum man das nicht jetzt häufig anwendet. Gell? Nur mit erdfrei schreibe. Erdfrei, das heißt nicht, dass es sauber ist, besonders gut gereinigt, kein Staub oder was. Erdfrei heißt keine Verbindung zur Erde. Ja, also Rasiersteckdosen ist sowas zum Beispiel. Ja, da hat man das hin und wieder. Gell? Schutztrennung. In vielen Kraftwerken kann man das in so Anlagen, im Behälterbau ist das, glaube ich, sogar vorgeschrieben, in so Anlagen, da geht das. Ja? Aber im großen verteilten Anlagen geht das nicht. Okay? Schutztrennung. Wieder eine Möglichkeit, uns vor den Gefahren des elektrischen Stroms zu schützen. Ja, Prinzip, Vogel auf dem Drahtseil. Ja. Erdverbindung. Das ist schon Thema von dem nächsten. Ja, wir haben da hinten eine Erdverbindung. Das können wir auch, wir können das nutzen. Ja, wir können uns eine eigene Erdverbindung machen und die schützt uns dann. Wie uns die schützt, werden wir im nächsten Video erfahren. Ja, im nächsten Video sprechen wir nämlich über Schutzerdung. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.